Die Williams, eine wahre Diva unter den Kernobstfrüchten, sie ist nicht nur besonders, was die Farbvariationen angeht. Bei einer aromatischen Folge der Inside World Spirit Shots begrüße ich Sie recht herzlich und werde Sie gemeinsam mit dem steirischen Meisterbrenner Franz Dinner aus Gamlitz zu diesem spannenden Thema informieren. Franz, du bist angesprochen, schön, dass du da bist. Ja, servus, grüß dich. So, du bist in einer gut begnadeten Welt, auf dem Hügel wohnst oben, und bist auf einem Weinberg. Wenn vorne oben schaust, ist der Weinberg, wenn hinten oben schaust, sind deine Plantagen für Obst, Williams und Co. Ich bin zwar nicht farbblind, aber rote Williams habe ich bei dir angepflanzt, kann ich sehen. Mhm. Aber du hast die gelbe Williams. Ja. Wie siehst du eigentlich das Williams-Problem, unter Anführungszeichen generell, was rote Williams, was gelbe Williams und was grüne Williams, sprich unreife Williams, angeht? Die Williams-Biene, wir haben rote Williams. Hab's echt? Wir haben rote Williams 2003 gepflanzt, die sind voll in Ertrag. Rote Williams ist eine Farbmutation von der Gelb, eine Selektion der Farbmutation. Und Williams-Birne ist sowieso Königin der Birnen. Sie schmeckt ja normalerweise gleich wie jede andere Birne, nur sie hat zwei Aromakomponenten, die was sie so intensiv lässt sein, wie sie ist. Und das diese zwei Aromakomponenten sind temperaturempfindlich. Darum ist es so spannend, Williams zu produzieren. Erstens einmal, das Aroma ist an fette Säure und Öle gebunden. Ja. Die entstehen durch Assimilation. Ja? Gescheite Assimilation, das heißt, Bäume dementsprechend pflegen, dass sie genug Blätter pro Frucht haben. Dass, dass das im Gleichklang ist, im Einklang ist. Und diese zwei Aromakomponenten, die was temperaturempfindlich sind, beginnen sogar im Garten. Das heißt, darum sind unsere Williams immer auf der Westseite. Ui. Das heißt, sie können über die Nacht sehr gut abkühlen. Auf der Sonnenseite mehr oder weniger. Und kriegen aber am Tag dann gescheit Sonne und können über die Nacht haben eine lange Abkühlphase und dann wird es wieder warm und dann. So wie beim Weißwein, Wahau und Co. So wie Spiel. Möglich. Ja, ich meine, ich habe es nur gehört, das ist gerade das, was man vor dem Herbst im Finale der Reife nachher. Mhm. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Das ist gerade spannend. Und ganz wichtig ist es auch dann Erntezeitpunkt bei der Williams. Die ist immer im knackigen, nur knackiges Obst kann duftige Brände erzeugen. Das heißt, wird im knackigen Zustand geerntet. Immer der ganze Baum und kommt sofort ins Kühlhaus und wird runtergekühlt. Wie reif erntest du? Die Erntezeitpunkt bestimmen wir über den Stärketest, wie viel Stärke in Zucker umgewandelt ist. Das heißt, wir schneiden Birnen durch und da kommt Jod, Kali drauf, ganz einfach. Noch nie gehört. Und dann sieht man das optisch einmal, da hat man eigene Bilder dazu, wo man sich selbst das festhaltet. Und dann weiß man, jetzt wäre es soweit, das ist der Zeitpunkt bei der gelben oder bei der gelben Williams. Wenn sie vom Grün ins Gelb umfärben ist, da wie sie so leicht, bekommt sie so einen leichten, hellen Touch, fast ein bisschen einen Weißflimmer. Da ist der Erntezeitpunkt. Die rote Williams ist zwei Tage später. Punkt genau. Ja. Und die kommen dann in Großkisten, kommen ins Kühlhaus und werden runtergekühlt auf eine Kerntemperatur von 1 Grad plus. Und wenn die noch eine gewisse Zeit bei 1 Grad plus stehen, dann erhöhen wir die Temperatur und lassen sie im Kühlhaus kontrolliert nachreifen. Das heißt, du schaust, dass der Zucker steigt und wenn der Zucker, der Fruchtzucker dementsprechend hoch ist, wie du ihn haben willst, damit er vergoren werden kann, dann arbeitest du damit. Oder? Na, es geht um den Reifezustand der Früchte und den Reifezustand nehmen wir über die Nase wahr. Ui. Das heißt, wenn es im Kühlhaus nach Banane zu riechen beginnt, dann gibt es Ethylengas, das ist ein Reifungsgas, ist gleich gefährlich wie CO2. Und wenn es Banane ist, dann sagen wir, okay, jetzt ist es soweit, jetzt müssen wir dann maischen. Dann habe ich noch immer Bienen, die was Biss haben, die was voll ausgeprägt sind in der Farbe. Die gelbe ist gelb, die rote ist die grünen, die sind nicht vollkommen rot, die rote. Die hat ja auch grüne Teile, wo sie zusammenstehen oder wo. Wenn die dann gelb sind, sie haben Biss, sie sind gelb und die werden dann gemischt. Das heißt, Maischen ist nichts anderes als wie zu kleinen. Oh ja. Bei uns in
nicht sehr fein. Bei uns wird es gemischt einfach nur gequetscht, das Kerngehäuse ganz bleibt. Ja. Weil der Großteil der Kerne bleibt dann ganz. Das hat einen großen Vorteil, das schmeckt dann anders. Und ja, und wird dann vergoren. Machen wir eine Definition. Was ist der Unterschied von einer roten zu einer gelben? Wie soll eine gelbe schmecken, wie soll eine rote schmecken und riechen? Ja, das ist ganz relativ einfach, wenn man sich mit der Frucht beschäftigt. Die rote ist dickschaliger, hat eine dickere Schale. Die gelbe hat eine dickere Schale, die rote hat eine dünnere Schale. Darum gibt es die rote auch nicht am Markt, weil sie nicht marktfähig ist, weil sie sofort Drücker hat. Ja. Also im Einzelhandel sieht man die rote ja nicht. Die wird meistens nur für Arbeitszwecke angebaut. Die rote ist voluminöser im Geschmack, hat sehr, sehr enges Aroma, sehr birniges Aroma. Und die rote ist dann wesentlich duftiger. Die rote ist duftiger für die? Die rote ist duftiger, ja. Wesentlich duftiger. Wir könnten das probieren. Ja, probieren wir das gleich. Schenken wir gleich beide so, ein. Zuerst die rote. Zuerst die rote, okay. Die rote ist ja nur, die hat es ja früher viel mehr gegeben. Die Williams-Biene ist ja sehr alte Biene. Warte, die ist ja für die, bitte. Eine Selektion. Die ist ja schon jenseits von 100 Jahren alt. So wenig gewusst. Ich wusste, das Besondere ist die rote. Gib mir es dann an die weiße auch klein, die gelbe auch klein. Die gelbe, ja. Also ein Punkt. Die rote, was man zuerst haben, soll aromatischer sein. Die ist nasiger. Wesentlich. Nasiger. Vergleichen wir es nochmal. Das sollte man normal nicht machen, aber vergleichen wir es. Frische, zarte, helle Birne. Ja, aber da brauchen wir gar nicht reden. Und das andere ist wesentlich breiter. Volle Birne. Gleicher Alkohol. Gleicher Alkohol, 43, ja. Wie unglaublich. Das ist das Schöne dabei, dass man in der Sorte auch wieder Spielarten hat. Nicht nur in der Farbe, sondern auch im Geruch und Geschmack. Probieren wir zuerst jetzt einmal nur die in der Nase und im Geschmack die gelbe. Die gelbe. Ah, im Geschmack ein Wahnsinn. Die kommt dann von hinten so richtig. Wow. Ganz viel Schmelz und Birne. Ich hab's geschluckt. Also im Geschmack schmeckt es mir wesentlich besser wie im Duft. Unglaublich. Das ist so typisch für die gelbe, dass sie wesentlich mehr Körper hat. Das kommt auch von der Dickschaligkeit. Das Fruchtfleisch ist ja ziemlich gleich. Es ist nur ein bisschen mehr gelb geadert als wie bei der roten. Nehmen wir mal die rote. Also ganz eine enge, helle. Was du jetzt möchtest? Genau den Schnitt. Im Duft möchte ich die rote und im Geschmack möchte ich die gelbe. Das wäre die perfekte Williams. Diese Idee haben viele. Sie probieren es auch, aber es funktioniert meistens nicht. Es ist sicher ganz schwierig. Jetzt bin ich aber gespannt. Probier's. Du glaubst es nicht. Jetzt ist alles da. Ein liebes Rosarot. Das ist gut. Rosarote Birne, ja? Jawohl, sind wir nicht böse. Das ist schon perfekt, ja? Das ist jetzt perfekt. Bitte, komm, probier's schnell. Und die zwei kommt da dazu. Macht ja fantastische Williams-Biene. Du musst trinken auch. Nicht nur Seabunch. Er muss. Und jetzt hast du die Perfektion im dritten Glas. In Alden. Unglaublich. Du willst jetzt ein Cuvée machen. Williams-Cuvée. Williams-Cuvée, ja. Ist schon interessant, aber ich bleibe immer. Ja, du probierst.
Du bist. Das ist so wie beim Wein. Wenn du ein Riesling willst, dann trinkst du ein Riesling. Wenn du ein Chardonnay willst, dann trinkst du ein Chardonnay. Ich liebe Cuvées. So, lass uns weitermachen, Vittorio. Du bist ein Mischmascher Mensch. Aber jetzt, wenn du ins Glas riechst, jetzt kommt die gelbe auch. Wumms. So, und die, jetzt? Die zwei Sachen Gelb, sind rot. So reizvoll. An sich, verstehst trotzdem, du? Trotzdem, ja. Die sind so reizvoll an sich. Die muss man so lassen. Ja, passt. So wie du, lass es weitermachen. Komm. Du willst die Sache vereinfachen, dass er nur eine Flasche. Bitte, lass es weitermachen. Komm. Ja, wir haben jetzt eins vergessen. Ich bin stolz, dass ich den Franz als Kollege zuerst und Freund, Regie, Freund zuerst. Was machen wir da? So. Schau mal. So ist das. Du hast mir mehrmal gefragt, wieso, dass ich das tue, dass ich da die Beeren da wochenlang suchen und holen. Das ist die Freude. Etwas authentisch, ja. Unverfälscht. Ja. Das ist das Schöne, verstehst du? Weil wir produzieren Ehrlichkeit, wir produzieren Schönheit. Ich rede nicht vom Genmanipulieren. Ich rede nur von einem Cuvée. Und Schönheit ist an sich eine Versprechung vom Glücks. Verstehst du? Mit drei, komm. So soll es nicht weitermachen. Ich glaube es nicht. So, und das, was wir aber nicht gesagt haben jetzt, da wird da jetzt schon recht. Ich meine, noch einmal: ein Rote ist ein Rote, ein Gelbe ist ein Gelbe. Ja. Das eine ist ein Cuvée. Und eins ist auch klar, ein Orchester schmeckt anders als wie ein Solokonzert. Ja, also noch einmal, es hat aber alles eine Berechtigung, so ist es nicht. Richtig, ja. Nur, es lebt natürlich, ein Rote, ein Williams gegenüber den anderen Birnen, lebt natürlich von den ganzen Fruchtester, von den aromatischen. Mhm. Angefangen von ganzen Bananenester, was du gesagt hast, was du riechst. Und deswegen, die fruchtigste, die aromatischste Birne ist sicher. Es gibt zwar andere Moosbirnen auch, die sehr, sehr ähnlich sind, aber die aromatischste ist einmal sicher. Die Williams. Und das, was wir jetzt tun, wir nehmen jetzt ein Glasl. Ich habe von Christoph Künstler eine Dr. Guyot-Birne da. Mhm. Und die Dr. Guyot-Birne sollte eben in Richtung Williams gehen. Mhm. Und jetzt schauen wir uns einmal das gemeinsam an, ob die Dr. Ich nehme gleich mein Glasl an. Ob die Dr. Guyot-Birne wirklich in Richtung Williams geht und wenn, ob sie in Richtung Weiße, in Richtung Gelbe oder in Richtung Rote geht. Ich rieche einmal zuerst hinein. Sehr aromatisch. Aber jetzt lassen wir nicht aus. Quittig. Ja, das ist fast diese Steinigkeit, diese Zelligkeit von einer Quitte. Es geht in Richtung Quitte. Ich meine, es ist aromatisch, sehr aromatisch, Williams ähnlich. Ja. Oder sagen wir mal so, es hat Williams Anteile. Aber es ist für mich fast quittiger. Probier einmal den Geschmack, bitte. Fast ein bisschen eine braune Birne. Aber diese Steinzelligkeit, was eine Quitte haben kann, und auch hinten kommt schon. So ein. Aber im Duft. Ich würde sagen, eine strenge. Schlanke Williams, wo eben der ganze Körper, die ganze Aromatik ein bisschen feiert. Aber es geht, im weitesten Sinne geht es in die Richtung. Eine gelbe Williams im späten Zeitpunkt. Das Braune meinst du, oder? Das Braune, gemeist, so wie jeder das im Obstkorb kennt, wenn eine Birne überreif ist. So, ich bin jetzt schon langsam auch reif. Franz, danke, dass du den Weg von Gamlitz nach Bad Schenkirchen gemacht hast, das ist ungefähr gleich schön. Aber lieber bin ich bei dir, da gibt es einen besseren Wein wie bei mir daheim. Danke, dass du da warst. Schön, dass ihr bei unserem aromatischen Spirits-Thema mit dabei waren. Danke fürs Zuschauen. Informieren Sie bitte auch Ihre Freunde über Inside World Spirits TV, dass Sie auch auf YouTube abonnieren können, um informiert zu bleiben. Prost, bis zum nächsten Mal. Steirer Lackl. Mit deinen starken, hochprozentigen Sachen, genial, Gesundheit. Ja,